Hallo und willkommen zurück in der Wüste. Mit mir dabei wieder der Sarutas. Abend. Unser kleiner Sony Dragon ist hoffentlich gleich soweit. Noch einmal fressen, hoffen wir mal. Und wir haben Ja, auch schon das wird schon das hinkommen. nächste Ziel im Auge. Es läuft irgendwo da hinten. So, vier Oh. normale Pfeile hatte ich noch. Ich habe gar keine mehr normalen. Doch ein. Ich glaube, im Schrank könnten noch welche liegen. Yay! Schön. Na du Glubschauge. Mal rein, was er hat. Dann bringen wir dich mal nach Hause. Kommst du? Wolf Ah, er gestellt. folgt dir. Okay. Ja, Ich dachte, er ist ja. mir gefolgt. Ah ne, stimmt ja, das ist ja das Tolle, dass die Dossiers kommen ja jedes Mal hoch. Oh, ein Ölkäfer. So, komm. Ist ja von wegen, der ist schnell. Jetzt ist er wieder total langsam. Wisst wie. Auf. Aber auf jeden Fall müssen wir viele Mejo-Bären farmen. Ja, ach, wir haben ja Mortadella. Sofern wir es überhaupt hinkriegen. Nicht, dass uns irgendwas vorher schief geht. Muss aber erstmal mein Crossbow reparieren, weil ich bezweifle stark, dass der da noch ganze Schüsse aushält. So, Juppie, ist schon drin. Wow, ich habe noch drei Pfeile gefunden. Oh, Flint wahrscheinlich, oder? Ich gucke gerade, da habe ich noch ein bisschen Flint gefunden. Na, Flint werden wir noch brauchen. Oder was wird später ausgeräumt? Jetzt schauen wir genug. Ja, ich habe schon was einstecken. Wo haben wir denn die Klamotten drin? Im Ah, zweiten hier. Schrank von rechts. Gehen wir mal eben schnell den Stein abbauen. Damit hier genug Flint rauskommt. Und ich nehmen wir noch mit. Räumen gleich ganz raus. Ja, das ist doch mal ein ordentlicher Stein hier. 21 Flint, damit kann man doch arbeiten. Aber auch noch 5. Phosphor schon repariert. Jep, habe ich repariert. Warum muss ich hier versuchen, an die Wand ranzuziehen? Was direkt unterhalb der Base liegen könnten, wäre natürlich angenehm. War nicht schlecht. So, ich hab das Zelt auch noch dabei. Ich stecke mal einen Wolf rein. Ah ja, stimmt, das Zelt hatte ich in den Dings getan.
Ich habe jetzt auch gerade neutral gepfiffen, passiv gepfiffen, da muss ich jetzt hierher ziehen, dass unsere Viecher nicht auf die glorreiche Idee kommen, über die Klippe zu springen. Bin weggeschmissen. Wie viele Pfeiler hast du jetzt? Ich habe 31. 31. Und 5 normale noch. Und? Da ist 36. Okay, warte, ich tu dir mal Platz. Ich hab dir mal 40 Stück in der Schmitty getan. Ja, hast du Narkotik dabei oder soll ich? Narkotik habe ich in der Tasche, ja. Brauchen wir das, ne? Da haben wir auch noch 300, das reicht. Alles steht da direkt hier, ne? Eigentlich steht es auf der anderen Seite vom Wasser. Am besten bleibst du oben auf dem Dings, ich zieh's rüber und du nimmst es mir dann quasi ab. Vielleicht. Und dann versuchen wir's mal, ob wir's von oben von der Felskante betäubt kriegen. Das ist auf passiv. Ja, müsste eigentlich alles auf passiv sein. Na, bist du unser Kandidat? Ja, du bist unser Kandidat. Ich brauche ein paar Schüsschen, ne? 64. Ne, oder? Ach, ich wollte gerade sagen, da jetzt mal nicht festhängen hier. Komm, schön mit. So, laufen wir mal hoch. Da oben läuft ein Paracervo auf den Stein oben drauf. Hm. Okay, es ist Aqua auf dich, passt. So. Ah, wenn es so bleibt, ja, ja gut. Ne, das wird irgendwann versuchen abzuhauen. Deswegen bleibe ich unten, dass ich es versuchen kann, dann zu treiben. Etwas Glück. Okay, warte, ich hab's wieder Akro. Das ist ja schon wieder auf den Fuß getreten, ich glaub's ja gar nicht. Okay, ich glaube, es ist wieder auf dich. Na? Nein, noch nicht, na ist egal. Du doofer Wolf auf neutral noch.
Ah, jetzt müsste es doch bald mal liegen. Ja, es ist ein Fluchtmodus auf jeden Fall. Scheiße, pfeif den Wolf! Verdammte Hacke. Ich dachte, das ist ein Fluchtmodus gewesen. Oh, verdammt. Bleib ruhig dran, ich suche meine Leiche. Aber dem fehlt nicht mehr viel. Ja, aber da unten will ich es ungern hinlegen. Egal, wir müssen es legen, weil wenn's, das läuft jetzt ewig weit. Scheiße, wo ist mein Loot? Verdammt, ich finde mein Loot jetzt wieder nicht mehr. Schaffst du das? Ah, Mutterella. Wo ist mein Loot zum Teufel noch einmal? Oh, es liegt. Sehr schön. Vogel weg hier. Da, irgendwo. Oh, kommst du jetzt her? So. Wieder mal eine Pleiten, Pech und Pannenserie, was heute? Und wo hast du das jetzt unten hingelegt? In der Wüste oder was? Nö, liegt fakt in der Wand. Oh, sehr schön. Oh, jetzt treffe ich die Scheißkatze nicht, ich glaube nicht. Oh, ist halt doch so. Ich fahre jetzt einfach mal Richtung Wüste. Irgendwo hier muss ich dich ja sehen. Oh. War ein Berg runter. Ah ja, ich sehe es. Zumindest dich. Ach, da ist das Paration. Oh, das geht ja. Ist okay. Hier schützt auch so gut wie alles weg an der Seite. So, Narkotik habe ich mal reingetan. Noch in der Nähe irgendwo rumrennt. Ja, dann schminge ich mich mal aufs Mortadella und gehe mal Bärchen farmen. Hm. Bloß gleich den Wolf wechseln. Ich hab das jetzt echt wieder unterschätzt, das kommt immer auf verschiedenen Servern spielt, da denkt man sich auch, ein Paracer, wo ist denn das Problem? Mhm. Irgendwann, klack, 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 leben alle. Ja, aber da liegt's gar nicht so verkehrt. Nö, es geht eigentlich. Aber manche Boa ist wieder mal gestorben. Oh, wird nicht der letzte sein. Nee. Da werden noch ein paar kommen. Und da ist auch wieder. Oh, meine ist auch nicht mehr da.
Ach, meiner liegt noch da hinten irgendwo. Stimmt. Da wo ich aus dem Schnee geflogen bin. Kann das sein, dass die. Nee, halt, wir haben keine Todesmeldung gekriegt. Du hast gesagt, die Katze hat ihn vielleicht platt gemacht, aber das kann ja gar nicht sein. Wenn der da liegt, das greift eigentlich niemand an, oder? Nö, auch nicht. Ja, ich geh in den Wolfwechsel. Der hat nur noch Hälfte von Leben. Nö, der andere steht oben. Guck mal eben noch, ob das Chibor noch da hinten da ist. Was brauchen wir für den an Bären? 200 irgendwas. 360. Hehe. Und dauert 2,5 Stunden. Also machen wir heute eine etwas längere Folge, oder? So. 2,5 Stunden Bärchenfarm. Juhu. Freuen Sie sich. Oh ja. Nee, lieber nicht. Also ich versuche das ja immer so, solche Sachen zu vermeiden. Ja, ein bisschen gehört es dazu, aber übertreiben brauchen wir es nicht. Nee, definitiv nicht. Die heißen ja nicht Kronk, dass wir nur eine halbe Stunde lang beim Holz sammeln Zuschauer brauchen. Also ich finde das Chibora nicht mehr. Ich glaube, wir müssen uns ein neues holen. Naja, oben steht, glaube noch eins. Ach nee, das ist Dünger Chibora. Hier unten laufen welche rum, ich habe nur noch keine Samen gefunden. Ah, jetzt habe ich genug Samen, jetzt könnte ich den Board tamen. Wenn ich noch mal eins finde. Mal den ab. Okay. Dann. Folgt mir noch. Das war aber ein bisschen Bier des Guten. Los. So. Guck mal, 1200 Gewicht hat das Tierchen schon. Naja, da können wir gut was holen mit. Jupp, dann fährt das Farm durchaus leichter. Da kann man mit dem Sony Dragon Holz holen und mit dem Stein, Sand und so ein Gedöns. Oder wir können auf den Berg Schwefel holen gehen. Ja, super Idee, oder? Ja. Ich würde sagen, der Schwefel geben wir uns vorher aus. Ja. Ja gut, wir können ja auch mit den Höhlen noch die Höhle leer machen. Die unten drunter ist. Guck mal da rein, den Power.
Ach, da fällt mir auch gerade ein, ich habe mal nochmal im Wiki nachgeguckt. Mittlerweile gibt es eine komplette Ressourcen-Map. Oh, okay. Bei uns hier im grünen Pinökel gibt es Metall, Salz und Öl. Das war's. Kein Schwefel, kein Kristall. Das heißt, das müssen wir immer alles von, ja, vom Roten holen. Na gut. Schwefel, das kriegen wir leicht mit dem. Ja, mit Schwefel wiegt ja nicht. Schwefel wiegt ja zum Glück nichts. Gut, Kristall werden wir ja nicht Unmengen brauchen wahrscheinlich. Salz kriegt man hier mehr als genug. Alle. Weiter Sprung. Obsidian werden wir nicht viel brauchen, würde ich mal sagen. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie man das mit Polymer macht. Das Einzige, was nochmal interessant wird, ist natürlich dann Aventavis ranholen. Ja. Ah, da ist ein Jabor. Wenn es umtrischt, ich habe Samen in der Tasche. Ich komme eben runter, holt. Wo ist es? Wo ist er denn hier? Also mit dem Vierer müssten eigentlich reichen. Ja, ich glaube, zwei oder drei brauchen wir, ne? Ich glaube, drei müssten es sein. Da oben liegt's gut. Nicht, dass ich drüber mähe. Ja, direkt neben Schein. Ach, das war wahrscheinlich das, was ich auch schon gesehen hatte, wo ich mir gedacht habe, du hast noch keine Samen in der Tasche. Und Mädchenbären wollte ich nicht machen. Interessanterweise ruckelt der Server hier noch nicht. Finde ich lustig. Bei uns auf dem, Community Server ruckelt's, wenn man damit Mortadella farmt. Echt? Bei mir ruckelt es auch. Echt? Bei mir ruckelt das jetzt nicht. Doch, es ruckelt. Okay, jetzt hat's geruckelt. Bisschen. Kannst du mal nach der Narkose von dem Tierchen gucken? Mhm. Ich lasse kurz den Chipohr auf die Schulter. Nicht, dass er das jetzt davon spaziert. Das wäre natürlich cool, das ne? Ah, durch die Lex springt mein Wolf ziemlich weit. Was kommt mir nur so vor? Kann auch sein. Nein. Ah, der ist noch dreiviertel voll. Na gut, ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, dass das Ding 250 Narkotik braucht. Gut, dauert jetzt auch 2,5 Stunden, von daher. Das ist doch ganz gut, dass das 70er uns am Anfang abhanden gekommen ist. Sonst hätten wir das schon hingelegt. Ah, das Morella ist so anstrengend. Ständig ist die Ausdauer alle. Naja, hat sich ja bald erledigt. Schauen wir mal. Dann alles top. Na gut, so groß ist das Morella ja nicht hier, von daher.
Oh, da habe ich mal kaum mal 100 Bärchen raus von den normalen. Naja. Nehmen wir den blauen. Pack gleich wieder ein paar Stacks drin. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Wenn Zeit du Wärme fahrst, gehe ich noch ein bisschen Schwefel besorgen. Das geht natürlich auch. Aber das reicht sogar, wenn ich mit einem Wolf losgehe, brauche ich nicht beide mitnehmen. Na, ist vielleicht auch gut so, falls irgendwas sein sollte hier. Ich im Zweifelsfall noch was hab zur Verteidigung. Kannst auf jeden Fall auch ein bisschen Fleisch mitbringen, weil wir haben jetzt wieder Narkosebären. Ein bisschen. Da reparieren wir noch eben den Bogen. Beide mit. So, jetzt liegen hier drinne 400. Beide. Wohl 25 Stück rein. Wo sie unterwegs kommt. Ja, also. Nehme ich so viel mit, dann musst du nämlich. Kannst du umso weniger schleppen. Aber ich nehme auf jeden Fall noch eine zweite Picke mit. Oh ja, eine zweite Picke ist gut, was zu essen. Den Crossbow solltest du aber wahrscheinlich da lassen am besten, der wiegt zu viel. Den Crossbow lässt du am besten da, der wiegt nämlich zu viel. Nein, ich nehme nur den Bogen mit. Achslass ich auch da, brauche ich nicht. Pfeil lasse ich auch da. Fernglas nehmen wir mit. Na, das wiegt ja nix. Oh, was hat denn die Uhrzeit? Kurz nach 10. Oder was meinst du mit Uhrzeit? In-game. Achso, in-game. 14:03. War 14 Uhr. Mal sehen. Halt. Wohl keine Überblick über unsere Schränke. Was haben wir nicht über unseren Schränken? Ich habe keinen Überblick über. Achso, ja, zum Glück haben wir nur 4 bisher. Stell dir vor, wir hätten so viele wie auf dem Community-Server. Dann hätten wir wieder einen Überblick. Nur wenn ich eine Beschriftung dran gemacht hätte. Hätten wir ja dann. Stimmt. Du guckst die Farbe. Alter, hör mir auf. Ich bin letztens erst wahnsinnig geworden beim Farbe kochen. Okay. Ich hab ja noch ein paar Schilder nachgemalt und immer hat irgendeine Farbe gefehlt. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal den Wolf hier runter. Jo, ich bin schon unterwegs. Ich sehe da jetzt nämlich mittlerweile schon einen Skorpion und 3 Terrorvögel. Den habe ich dabei. Gucken, ob ich den Weg gleich finde. Ob da mit Naschen unterwegs? Das Vieh kann ich hier ja eigentlich liegen lassen, hier passiert hier nichts, oder? Was? Dem Parts, ja, das wird ja eigentlich von nichts angegriffen. Ich glaube auch nicht.
Höchstens von einem Rex. Eigentlich schon was passieren kann, dass wenn Galli in die Richtung rennt. Aber Galli sind eigentlich hier auch nicht. Schon wieder Ausdauer alle. Immer noch was bei der Altmühle, wo nicht mehr steht. Nö, eigentlich nicht. So, das ist das. So. Wir können noch mal eine Narco-Party machen. Und wirst genug rausbekommen wahrscheinlich. Ja, 5 Stacks oder so. Bis jetzt, oder? Ja, ich höre jetzt aber auf. Ich schnapp mir jetzt erstmal den Wolf, fress mich da unten durch und dann nehme ich den Zorni Drängen und gehe ein bisschen Holz sammeln so lange. Ich glaube, Holz haben wir noch nicht so viel, oder? Holz fehlt noch, ja. Das nur erstmal da unten den Weg frei. Nice. Na, ich kann jetzt auch wieder einen Kramplotter anschalten. Ich bin nämlich runtergedreht. Als ich meine Leiche gesucht habe, die mitten im Busch lag natürlich, wurden sonst. Und so hätte ich auch nach dem Chibowa suchen können. Vielleicht hätte ich ihn dann sogar gefunden. Aber eigentlich müsste er einen Namen anzeigen, ne? Schöne Schrift. So, wo ist der zweite Terrorvogel? Ich habe zwei gesehen. Komm raus. Ah, da bist du doch. Bin falsch gelaufen. Gut. Einmal mit Profis. Ja, da kannst du lang suchen. Falsche Antwort. Die Antwort muss heißen falscher Server. So, oh, knapp 500 Bären, das sollte eigentlich reichen. Was sagt die Narkose? So, aber die Uhr sagt, es ist Schluss mit lustig. Ja, schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, 33 Minuten. So schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat und stirbt. Also Todeszähler liegt schon vorne, ne? Nein, wäre ich mal gar nicht so sicher. Du bist einmal hier heimlich gestorben. Hab's genau gesehen, steht im Log. Ah, jetzt hab ich. Wir hatten das Mozzarella so dämlich eingeparkt. Wer war das wohl, ne? Ich weiß es nicht, welcher Vollidiot das war. Dem gehört der Führerschein entzogen, würde ich mal sagen. Ja. Noch ein paar Razzia. Was haben wir da für ein Level? Oh, Level 40. Oh ja. Noch ein paar. Alter, jetzt kommen hier die ganzen Parazias wieder raus. Level 8, Level 40. Und hier unten war noch eins. Was bist du? Komm, 120. Ne, 64. Ja, Judy. Jo. Aber ich würde sagen, wir machen da mal Schluss. Also denn, wir bedanken uns fürs Zusehen. Und wir sehen uns, ja, mal schauen. Vielleicht nochmal heute. Vielleicht ist es noch Woche. Mal gucken, wie es läuft. Also dann, macht's gut.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.